Der Film war einfach nur toll. Ich muss euch loben. Wie hat euch die Zusammenarbeit miteinander gefallen? Also ich meine, ihr hattet ja ein ziemlich niedriges Budget. So. Wie war das? Wo fange ich an? Armut schweißt zusammen. Armut schweißt zusammen. Man hat umso mehr zu tun, weil man nicht Leute dafür einstellen kann. Aber man wird sehr kreativ. Ja. Ja, das ist richtig. Was soll ich dazu sagen? Ne? Deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil wir denken auch gleich. Ja. Ist manchmal sehr nervig. Aber war das jetzt gerade telepathisch mit dem nervig, dass du, dass du das wiederholt hast? Ja, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, ja. Alles klar. Und wie war das für euch, ihr seid ja beide wahrscheinlich das erste Mal auf der großen Leinwand. Wie hat sich das angefühlt? Oder war es nicht für dich das erste Mal? Nee, ich war ja schon auf mehreren Filmfestivals. Ich hatte ja auch schon mal einen Spielfilm gedreht. Aber das war jetzt nochmal eine andere Nummer, da ich noch mehr mitproduzieren durfte, mehr machen konnte. Und ich das Projekt letztendlich... Aber es ist einfach von Anfang bis Ende begleitet hast genau, einfach. Genau. Das war sehr persönlich auch. Genau, sehr persönliches, sehr persönliche Geschichte. Alles klar. Und wie habt ihr noch Pläne für die Zukunft miteinander? Wollt ihr weiterhin solche schönen Filme machen? Also wir planen natürlich eventuell mal miteinander zusammenzuarbeiten. Also richtig, mit Geld? Vielleicht. Aber dann. Nee, wir machen jetzt beide Solo-Projekte. Wir können uns nicht mehr sehen. Morgen brauchen wir uns auch nicht mehr sehen. Nein. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir arbeiten gut zusammen. Wir haben noch, es geht noch weiter auch mit dem Film. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Und mal gucken, was danach kommt. Vielleicht kommt eine Fortsetzung. Wer weiß das schon? Hoffentlich. Denkt ihr, dass es gut ankommt beim Publikum? Also ich meine, viele haben geklatscht. Natürlich alle eigentlich. Ich auch. Ich habe mich gefreut. Es war super toll. Was war denn deine Lieblingsszene? Was war denn deine Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene ist, wenn der Felix Eller mit seinem nackten Hintern durchs Bild läuft. Oh nein. Ach, das ist dein Hintern. Also natürlich nicht. Da habe ich mich vertan. Alles. Ja, das war, ich wurde genötigt. Obwohl es dein eigener Film ist? Oder hast du eine Wette verloren? Ja, gerade deswegen, weil Carsten meinte, ey, das wäre voll geil, wenn einer ohne Hose da einfach dann rausrennt. Ich so, ja, das ist richtig geil, aber wer macht das? Und dann guckte das ganze Set mich an. Ich dachte, na gut, ihr macht allen Scheiß für mich, dann mache ich es auch. Okay, ich habe es jetzt nicht extra in Abspann geschrieben. Aber zu der anderen Frage, also wir haben den Film ja bei Max Ophüls schon gesehen, mit einem ganz fremden Publikum. Und klatschen tun die Leute immer. Also außer wenn es ihnen überhaupt gar nicht gefallen hat. Aber manchmal klatschen sie auch aus Mitleid. Aber das Ding, woran wir das immer ganz gut sehen können, ist, ob die Leute lachen. Und wir messen das an Lachern. Und weil wenn die Lacher funktionieren, dann funktionieren die Figuren. So. Weil sonst wäre der Humor einfach platt. Und ich glaube, dass der Humor aus den Figuren kommt, die wunderbar gespielt sind von allen. Und dass das ja das Publikum auch so schätzt, das macht den Film aus. Es sollte von Anfang an einfach nur ein Film werden, wo man rausgeht und sagt, ey, ich habe Bock, sowas auch zu machen, ich habe jetzt gute Laune. Und er unterhält, das tut er, ich glaube, das haben wir geschafft. Er macht auf jeden Fall gute Laune und unterhält. Und ich habe auch gelacht, wie du wahrscheinlich gehört hast. Ja, perfekt. Ja, meine Lieblingsszene, zu deiner Frage zurückzukommen, war natürlich die, wo alle am meisten gelacht haben, ne? Wo du auf dem Boden liegst mit der Kippe im Maul. Es war natürlich sehr, sehr lustig. Aber sonst alle anderen Gags saßen auch super. Danke für dieses Interview. War super schön mit euch. Danke für den schönen Film. Schön, dass ihr hier wart. Ja, wir sehen uns noch auf der Party, oder nicht? Ja. Normal. Normal. Und bei Facebook sehen wir uns auch. Bei Facebook unter leinwandreporter.com. Du musst ein bisschen mehr mit der Kamera flirten. Leinwandreporter.com, die beste Seite, wenn es um gute, neue, innovative Filme geht, die jeder gesehen haben sollte, aber vielleicht noch nicht kennt. Aber auch die Filme, die man kennt, werden da auch gezeigt. Also es gibt alles. Geht da drauf. Folgt, twittern, abonnieren, alles. Das ist die beste Seite. Nein, ehrlich. Leinwandreporter.com, Top-Seite, geht drauf, macht Spaß. Kurz zusammengefasst, gut, prägnant und gut. Und geil. Super geil.
Supergeil. Ach so, und das Lied war supergeil. Wer kam auf die Idee für das Lied? Noch um meine Frage hinzuzufügen. Also ich hatte die Idee, er hat es geschrieben, ich habe es geschnitten und umgesetzt. Und der Bernd hat es einfach hammermäßig gemacht. Genau. Auf jeden Fall, wer hat denn die Melodie entworfen, weil die war schon ziemlich cool. Das basiert ja auf der Edeka-Werbung, das haben wir nicht selber gemacht. Na, das war ein bisschen geklaut dann. Nur ein bisschen. Es war eine Melodie, also das basiert ja auf der Edeka-Werbung. Das wurde ja ein bisschen... Ne? Sichtbar, dass es eine Parodie war. Aber es ist schön geworden. Eine schöne Neuinterpretation, würde ich sagen. Und der Endtanz. Der Endtanz war gut von euch. Ja, du hast getanzt. Genau, dein Twerking, obwohl es da noch kein Twerking gab. Ja, ist das dir aufgefallen? Ja, ich meine, der Film ist jetzt schon 2 Jahre alt. Oh, danke schön. Ah. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, danke schön. Hat dir das gefallen, das Twerken? Ja. Das können wir gleich fortsetzen. Machen wir so. Guten Appetit, ne? Guten Appetit. Ich setze mich gleich auf eine Abrissbirne und auf die Disco-Kugel und schwinge ich nackt dann durch die Gegend. Ja. Ach so, und ich schub sie an. Okay, auch nackt. Ja, aber sonst kommt der nicht vom Fleck. Okay, alles klar. Dankeschön.